in Folge gleich das nächste Update. Sonst wird, wie gesagt, alles zu lang. Also von Lavatezzo aus, als wir dann fertig waren mit der Brücke angucken und Fotos machen, sind wir dann zum Lago Maggiore runtergefahren. Der liegt ja unten, wenn man runterfährt von diesem Ort, ja, ist man direkt am Lago Maggiore. Und ja, wir haben dann aber beide entschieden, dass wir da nicht bleiben wollten. Da gab es verschiedene Gründe. Ja, wir hatten ja vorher schon mal geguckt nach Campingplätzen, weil irgendwo da stehen wirst du nicht können, auf dem engen Ding da, auf der Straße da irgendwas zu finden, wo du dich so hinstellen kannst, glaube ich, ist nicht möglich. Naja, dann habe ich die ersten beiden Campingplätze, die haben schon mal keine Hunde akzeptiert, ging nicht, angeblich wegen Gemeindeverordnung oder was weiß ich. Naja, und die anderen, da war dann einer dabei, der war wie eine Großstadt. Mag ich nicht. Wenn da 500 Autos stehen, nee, brauche ich nicht. Dann stehst du irgendwo in der hintersten Ecke und dann auch noch direkt an der Straße, weil du nur ein oder zwei Nächte bleibst. Da haben wir gesagt, nee. Weil am Lago Maggiore ist das selbe Problem, wie mehr oder weniger wie am Gardasee, dass sich alles direkt am See, du hast keinen Ausweichplatz, weil sofort Berge sind. Und dann spielt sich alles auf dem kleinen Streifen ab zwischen den Bergen und dem See. Die Straße, die Häuser, die Campingdinge. Nee. Und jetzt war ja da an dem Lago Maggiore, da waren ja noch die Hotels zu. Da waren die Außengaststätten, da war leer. Also es war ja, nicht war gut nicht besucht. Ne? Ja. Und es war eine Hektik auf dieser Straße. Also es war so ein unangenehmes Fahren, wie Michael schon sagt, weil ja nicht viel Platz ist. Dann hast du noch die Fahrradfahrer und am besten sind noch die im Liegen Fahrrad fahren, die dann direkt vor dir fahren, wo du noch nicht mal richtig vorbeikommst. Wir sind 2 Stunden sind mit da lang gegurkt. Ja, naja, gut, paar, Baustellen. Wie viele Kilometer waren es? 30. Ja, Baustellen, wo du ewig gestanden hast an Ampeln und alles. Ich glaube 32 Kilometer sind wir. Gute 2 Stunden sind wir. 2 Stunden wird gefahren, ja. Dann sind wir noch gefahren bis, wo waren wir gestern? Ach hier, wie heißt das, wo wir jetzt heute Nacht waren? Zum Simplon Pass. Ach ja, genau, Simplon Pass. Ja. Naja, und am Simplon Pass haben wir dann festgestellt, dass du da oben übernachten kannst. Also es ist sehr außergewöhnlich, finde ich, für die Schweiz. Das fand ich toll. Also die ganze Region dort an dem Pass kannst du frei stehen. Außer am Hospiz. Ja, und wir hatten dann gesehen, dass da gibt es ein großes Hospiz. Und da haben wir gesehen, da steht ein Wohnmobil davor. Da haben wir uns hingestellt, dann kam noch ein Wohnmobil, noch ein Wohnmobil. Also 4 waren wir dann gewesen. Da haben wir eine wunderschöne kleine Wanderung gestern Abend noch gemacht. Das war toll, ne? Ja. Wunderschön da, also traumhaft. Und als wir zurückkamen, da wollten wir uns schön gerade alles bequem machen. Ne? Und dann kam ein Herr dort raus, der hat aber ganz freundlich gesagt, dass das nicht geht und dass das der Parkplatz vom Hospiz ist und dass das nicht erlaubt ist. Und dass wir aber gerne ein paar Meter weiter, das hatten wir ja auch gesehen, da gibt es einen Parkplatz, da kann man stehen. Und wir hatten davor schon so eine Stelle uns angeguckt. Du musst also nicht am Parkplatz stehen, wir hatten da so ein freies Stück gefunden. So ein Plateau, so ein kleines. Und da kannst du dich hinstellen, da stehen auch überall Schilderchen dran, dass das erlaubt ist. Und du sollst nur die Kurtaxe bezahlen von 2 Franken pro Person. Ja, das ist dann im Simplon Dorf, da musst du dann wieder zurück. Nee, haben wir gesagt, das lassen wir dann mal. Na, es also, gab ja die Möglichkeit, haben sie gesagt, mit dem Barcode. Ja, das ging ja nicht. Und das ging nicht. Nein. Wir wollten ja bezahlen, wir waren ja willig. Ja. Aber es ging nicht. Liebe Schweizer, das nächste Mal bezahlen wir doppelt und dann ist gut. Also das war toll. Also sowas. Gestern Abend, das war, wo ich so gesagt habe, das war absolut meins, so zu übernachten, das ist total genial. Ja, und auf dem Parkplatz, wenn du weiterfährst Richtung Passhöhe, da kannst du dann sogar das Wohnmobil entsorgen. Ja, versorgen. Da haben sie entsorgt. Also das haben wir heute dann noch gemacht. Ja. Da sind wir heute hin und haben als Wohnmobil Wasserentsorgung, Wasser und alles gemacht. Ja. Ja. Also sehr zu empfehlen und ja, jetzt ist der Plan, dass wir morgen zum Matterhorn wollen und dann wissen wir noch nicht, das Wetter soll dann also auch wieder ein bisschen schlechter werden. Morgen soll es schön werden, aber Montag und Dienstag schlecht und dann nutzen wir halt einfach mal die Tage, um uns auszuruhen. Ich muss auch so viel Bilder und so alles noch rüberspielen und werden dann auf den Campingplatz gehen mit WLAN. Weil hier, das war das letzte Mal, schon vor 7 Jahren, stand an der Tür auch ein Code, ein Wi-Fi-Code. Und da ging auch nicht. Und dieses Mal geht das wieder nicht. Hier steht wieder ein Code an der Tür und es geht wieder nicht hier. Ja. Ach, dafür
kommst du hierher, da steht ein Zettel an der Tür, Samstag, Sonntag ist er da, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, wir waren halt schon später. Da kam dann die Putzfrau um die Ecke, hat gesagt, kannst du hinstellen, wo willst, ist Platz, gehst morgen früh hin. Ja. Fertig. Ja, aber auch gemacht, ganz ja. Unkompliziert. Ja. Ja. Ja, es ist auch nichts los. Es ist wenig, nee. Wenn wir das letzte Mal hier waren, da war ja total überfüllt der ganze Platz gewesen. Da war jede Ecke, wirklich jeder Winkel ausgenutzt. Ne? Und jetzt wollen wir morgen uns das Matterhorn, wie gesagt, da mal angucken, nochmal. Ja. Also die Schweiz zu bereisen, ich finde das toll. Das muss ich wirklich sagen, weil das so unterschiedlich ist. Ne? Du hast so unterschiedliche Regionen und du hast so vieles zu sehen in so einem kleinen Land. Ich finde es toll. Mir gefällt das. Ja. Wir waren noch, das wollte ich noch sagen, gestern, als wir in Italien dann waren, wir sind ein Stück durch Italien gefahren, da haben wir dann unsere Drohne mal schnell im Internet eingerichtet. Ne? Ja, da ging es ja dann. Ja. Waren wir wieder in Europa. Ja. Und dann sind wir noch einkaufen gegangen in Aldi. Ich habe noch nie so einen coolen Aldi gesehen. Wirklich. Wir sind normalerweise nicht Aldi-Gänger, aber der war wirklich cool. Ein wirklich super Supermarkt. Super Supermarkt. Super, super Supermarkt. Und da habe ich noch mal richtig eingekauft. Ich habe den Kühlschrank gestern richtig geschoben und reingestopft, damit alles reingeht. Weil, ey, wirklich, es ist schweineteuer in der Schweiz. Es ist, du kannst rechnen, doppelte Preise als in Deutschland. Ja, das war's jetzt. Nur ist gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Thank you.
gemacht. Und innerhalb von 5 Minuten hat sich das jetzt komplett zugezogen. Jetzt geht gar nichts mehr hier rum. Das geht so schnell. Richtiges Sauwetter. Prost. Genau, das Elend müssen wir jetzt filmen. Auch das noch. Das haben die nicht gemeldet, das Wetter. So sollte es heute Abend nicht sein.